Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal bzw. zu einem neuen Podcast für alle Podcast-Hörer. Links in der Videobeschreibung gibt es auf Spotify, Google Podcast und so weiter. Aber ich würde sagen, wir fangen gleich mal an, denn ich habe heute ein neues Video für euch und zwar ein Infovideo zum Feuerwerksverkauf. Und ja, ich würde sagen, also laut den Informationen, die ich hier ein bisschen durchgearbeitet habe, ich habe mal so geguckt, was es so schon für Artikel gibt für dieses Jahr, so News, habe ich mal alles durcharbeitet, was ich so finden konnte, habe mal so die besten Sachen und Positionen rausgesucht und da würde ich sagen, bin ich auf jeden Fall zum Schluss gekommen, dass es höchstwahrscheinlich dieses Jahr kein Verbot geben könnte und ich würde sagen, wir gehen dann auch einfach mal die Artikel hier durch. Als ersten Artikel habe ich mir hier einmal von der Rheinischen Post einen Artikel über einen Pyrotechniker geholt, der auch Feuerwerk verkauft dieses Jahr und erstmal, ja, er rechnet mit einem total starken, wie er es beschreibt, exorbitanten Preisanstieg für die nächsten Jahre. Für dieses Jahr noch nicht unbedingt, aber wie ich schon in meinem letzten Infovideo gesagt habe, es ist sehr wahrscheinlich, dass die nächsten Jahre das Feuerwerk auf jeden Fall deutlich teurer werden könnte, einfach weil die Containerpreise von 8.000 bis zu 30.000 pro Container, den man von China nach Deutschland verschifft, gestiegen sind. Also das kostet auf jeden Fall auch nochmal für die Verbraucher ordentlich drauf pro Artikel und die Artikel von letzten Jahren mussten einfach gelagert werden. Es gab keinen Umsatz letztes Jahr und man wird ja dieses Jahr nicht einfach doppelt so viel Feuerwerk kaufen, also den Umsatz kriegt man halt nicht mehr rein. Das bedeutet, dass Feuerwerk 2022 auf jeden Fall deutlich teurer werden könnte, dieses Jahr noch nicht unbedingt. Dann haben wir einen Artikel von der Bild. Ja, es ist die Bild. Ich weiß, das ist nicht das seriöseste, aber ich wollte es trotzdem mal reinnehmen, weil es von keiner anderen Zeitung wirklich dieses Thema beleuchtet worden ist. Wir müssen bei der Bild immer ein bisschen vorsichtig sein, aber die Überschrift klingt auch schon mal richtig radikal. Rot-Grün will Silvesterfeuerwerk verbieten. So schlimm ist es natürlich nicht. Aber in Hamburg hat erstmal das rot-grüne Rathaus, also das Rathaus, das aus der SPD und den Grünen besteht, das beschlossen, dass Verbotszonen in Hamburg geben soll. Ich persönlich bin da tatsächlich ziemlich zuversichtlich, was das angeht, beziehungsweise ich bin da eigentlich relativ steh dahinter, weil auch in der Innenstadt immer wieder Idioten mit Böllern sich abwerfen, Böllerkrieg machen und sowas, finde ich einfach nicht gut. Da finde ich gut, dass es hier Verbotszonen gibt. Also da muss ich sagen, stimme ich mit denen überein. Aber laut der Bild kommt es noch dicker, wie es hier steht, ey, diese Clickbait-Überschriften immer von der Bild. Naja, am liebsten wollen die flächendeckend auf Feuerwerk für die nächsten Jahre verzichten und laut der Bild auch eine Lasershow jetzt planen für Hamburg. Ich weiß nicht, wie jetzt eine Lasershow so toll Feuerwerk ersetzen soll, weiß man ja. Gibt schon viele Versuche, Drohnen sollten das ja auch machen, sind ja viel teurer und so. Gibt es ganz, ganz viele Argumente dagegen, aber ich würde sagen, das überspringen wir jetzt einfach mal. Naja, was ich persönlich denke, ich glaube nicht wirklich, dass sie das so richtig umgesetzt kriegen. Vielleicht kriegen die in der Innenstadt auf jeden Fall Verbotszonen hin. Das stehe ich auf jeden Fall hinter. Finde ich gut, wenn da sich die Idioten nicht mehr mit Feuerwerk bekriegen können. Aber dazu hat auch die Berliner Zeitung ein Video gemacht. Und zwar Bund, also der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, hält dieses Jahr privates Feuerwerk in Berlin für verzichtbar. Muss nicht unbedingt sein, sind dumme Argumente auf jeden Fall da drin, die gegen privates Böllern sprechen und man spricht sich auch hier wieder für ein leises Silvester mit einer Lasershow aus, also ganz schön großer Quatsch und genauso auch die Polizeigewerkschaften, die fordern ein Böllerverbot an Silvester laut dem Presseportal, begründet mit den angeblich so vielen Verletzungen durch Feuerwerk und Böller an Silvester und den zahlreichen Bränden, die daraus entstehen, also ich weiß nicht, woher die ihre Fakten haben, aber definitiv das Gegenteil davon ist bewiesen, also ein kleiner Teil der Unfälle, die an Silvester passieren, passieren auch nachgewiesen durch Feuerwerk, das meiste passiert natürlich durch Einfluss von Alkohol, die dann das Feuerwerk missbrauchen und so weiter. Finde ich auf jeden Fall eine sehr schwache Aussage von den Polizeigewerkschaften, jetzt ein Böllerverbot deswegen an Silvester zu fordern und sich relativ wenig mit der Thematik zu befassen. Auf jeden Fall gibt es jetzt zwei weitere Verbotszonen und zwar in Bremen an der Schlachte wurde auch Feuerwerk verboten, wie Weser Kurier hier schreibt. Finde ich persönlich, wie gesagt, ich bin für Verbotszonen in der Innenstadt, muss ich mich wirklich dafür aussprechen, weil es gibt einfach viel zu viele Verletzte, das gebe ich auch zu, dadurch Feuerwerk normal benutzt, sich nicht in der Innenstadt damit abwirft oder betrunken irgendwelche Raketen aus der Hand starten lässt, dem sollte einfach Feuerwerk, privates Feuerwerk selbst noch erlaubt sein, da sehe ich überhaupt keinen Grund, das zu verbieten. Und deswegen habe ich jetzt auch die freudige Nachricht, auch den Titel des Videos, warum dieses Jahr wahrscheinlich kein Feuerwerksverkaufverbot kommen wird für dieses Jahr. Und zwar laut den Kieler Nachrichten hat Weco Kiel schon die Auslieferung gestartet, schon etwas länger, seit dem 18.10. gibt es den Artikel hier. Und das bedeutet ja natürlich, es zeigt noch nichts darauf hin, alle Signale sind auf grün.
Und laut der neuen Regierung, also wir haben ja jetzt auch FDP in der Regierung neben SPD und Grüne, sieht es ja relativ gut aus, da die FDP eigentlich auch gegen ein Verbot von dem Verkauf war letztes Jahr und die SPD sich auch eher dagegen ausgesprochen hat. Sehe ich auf jeden Fall erstmal wirklich grün für dieses Jahr, bin ich richtig positiv gestimmt. Eine weitere freudige Nachricht auch von Neu-Neu-Westfälischen, die sagen auch, dieses Jahr wird es wahrscheinlich kein generelles Verbot von Feuerwerk zu Silvester geben und auch kein Verkaufsverbot. Ebenfalls wurde auch nochmal bei Online-Shops nachgefragt, und zwar PyroWeb sagt, dass sie ziemlich sicher die Waren versenden. Also sie gehen eigentlich zu 100% davon aus, dass sie dieses Jahr Waren versenden können. Auch Pyroland ist ziemlich zuversichtlich. Auch da wird es höchstwahrscheinlich dazu kommen, dass die Waren dieses Jahr bei euch landen, wenn ihr sie bestellt habt. Also gerne nochmal bei den Online-Shops bestellt. Ich habe euch mal unten die Links zu den Shops reingepackt. Gerne da mal vorbeischauen. Und falls ihr noch was bestellen wollt, holt es euch noch. Bis zum Bestellschluss ist es auf jeden Fall nicht mehr lange, aber das klingt definitiv schon mal gut, wenn die Online-Shops schon davon ausgehen, dass dieses Jahr verkauft wird. Und dafür müssten sie ja definitiv eine richtig starke Info haben, sonst würde man ja sowas einfach nicht sagen. Und als allerbeste Nachricht habe ich noch zum Schluss, was auf dem Thumbnail war, und zwar den Lidl-Prospekt für dieses Jahr, den Weihnachtsmarkt-Prospekt, den es jedes Jahr gibt, so in der Weihnachtszeit zum Mitnehmen in den Läden. Und ja, da sehen wir einfach die Titelseite, kommt schon ein bisschen Weihnachtsfeeling und da kommt natürlich auch Silvesterfeeling mit. Und wenn wir einfach mal auf die letzte Seite fast blättern, müsste das sein. Und zwar Seite 56 und da sehen wir schon, ja, Fondue, Feuerwerk, Finale mit Pauken und Trompeten, damit dein Silvesterfeuerwerk entsprechend reinknallt, findest du alles dafür ab dem 29.12. in deiner Lidl-Filiale. Jetzt hat selbst Lidl schon im Prospekt kleine Teaser, dass es dieses Jahr Silvesterfeuerwerk geben wird. Es sieht super gut aus dieses Jahr. Also ich bin da wirklich positiv gestimmt, gab es letztes Jahr auch schon. Aber nach diesem Jahr war Lidl wahrscheinlich wieder etwas vorsichtiger. Und ich glaube auf jeden Fall, dass es dieses Jahr einen Verkauf geben wird. Also wenn sich Lidl da nicht sicher wäre, hätten sie das bestimmt noch nicht ins Prospekt reingepackt. Also erstmal wirklich, wirklich geil, dass Lidl jetzt das Feuerwerk schon anteasert für dieses Jahr. Ich bin richtig gehypt. Was sagt ihr? Glaubt ihr auch, dass es dieses Jahr wieder einen Verkauf geben wird? Ich bin da ziemlich zuversichtlich. Dann würde ich sagen, lasst doch gerne ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.